wir haben jetzt gerade die Diskussion, in der es ja darum geht, ob es legalisiert werden soll oder nicht. Die einen, die sind ja natürlich dafür und sagen, gib den Hanf frei. Die anderen, die sind ja strikt dagegen und sagen so Sachen wie, keine Macht im Druck. Hallo, liebe Freunde des grünen Cannabiskonsums. Ich freue mich sehr, am 8.8. auf der Hanfparade mit auftreten zu dürfen. Wir wollen alle zusammen ein Statement abgeben, und zwar, gebt endlich den Hanf frei, weil es ist ein Genussmittel, es ist eine Medizin, das man den Menschen nicht vorenthalten sollte. Bei mir war es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, weil ich hatte tatsächlich mal Krebs und mir hat das Zeug geholfen, es hat meinen Heilungsprozess unterstützt. Und Krebs ist ein ernstes Thema, ne? Das kann ja jeden treffen, ob du arm bist oder reich, weil, guck mal, bei den Reichen heißt es ja auch Krebs und nicht Hummer. Und insofern sollten wir wirklich darauf achten, das endlich freizugeben. Freunde, und an den Folgen vom Cannabis, ne, stirbt kein Mensch, kein einziger. An den Folgen von Alkohol sterben jedes Jahr alleine in Deutschland 74.000 Menschen. Ja, überleg mal, als ich das gehört habe, ist mir vor lauter Schreck die Flasche Bier aus der Hand gefallen. Ja, jetzt hört endlich auf mit dieser Scheißprohibition, unterstützt die Legalisierung, es ist an der Zeit. Ja, gebt den Hanf frei, verdammt nochmal. So, war das okay? Können wir eine rauchen? Ja, alles klar. Okay, wir sehen uns. Ciao. Ich meine, Freunde, ich weiß, ganz im Ernst, ich weiß, es ist eine Droge. Ja, tatsächlich ist es eine Droge, aber es ist nicht nur eine Droge, es ist auch eine Medizin. Sowas darf man natürlich keinem Dealer erzählen. Den Fehler habe ich gemacht, seitdem dealt er nicht mehr. Der gibt nur noch Sprechstunden.